Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute ist Zeit für Konfetti und Kuchen. Wie cool ist denn dieser Spruch? Ich möchte euch heute einladen, mit mir meine Geburtstagspost anzuschauen. Ihr könnt natürlich euch in diesem Video ganz viele tolle Kartenideen, Karteninspirationen mitnehmen und sammeln und jede Karte zu eurem Anlass umgestalten. Also ihr müsst es nicht auf Geburtstag belassen, sondern ihr könnt es auch für alles andere nutzen. Also wenn ihr Lust habt, bleibt gerne dran und feiert mit mir diese wunderschöne Post, die ich bekommen habe. Und ich sage gleich am Anfang schon ganz herzliches Dankeschön für diese ganz vielen wunderbaren, tollen Karten. Ich freue mich so sehr darüber. Vielen, vielen Dank. Ich fange jetzt auch gleich mit dieser Post an. Und zwar verbirgt sich hier eine wunderschöne Karte, die ist von der Franny. Und die sieht total schick und edel aus. Die Franny hat auch einen YouTube-Kanal und ich verlinke euch alle Mädels aus meinem Team, alle, die einen YouTube-Kanal haben, unten in der Infobox, damit ihr auch da vorbeischauen könnt und euch die ein oder andere Karte auch als Anleitungsidee holen könnt. Und diese Karte ist total elegant und schick und wunderschön. Das Papier ist toll, die Farbgestaltung ist super, super schön. Sehr edel. Das schimmerige Papier im Hintergrund passt perfekt zu diesem vorderen bisschen matten Papier. Also es sieht total schön aus. Natürlich hat diese Karte auch eine besondere Kartenform, denn wenn man die jetzt hier vorne, also diesen Vorderteil aufklappt, öffnet sich nochmal dieser wunderschöne Innenteil. Auch hier wieder das Papier so schön aufgegriffen, mit Tanzformen dekoriert. Hier unten ist geprägt von beiden Seiten. Geburtstagsgruß mit lieben Wünschen. Also eine wunderschöne Karte. Und wenn man hier dann noch aufklappt, das mache ich jetzt auch gleich. Ich brauche nur schnell was zum Drüberhalten. Ich gucke mal, ob ich was in der passenden Größe habe. Wenn man hier dann diese Innenklappe nochmal öffnet, hat man auch hier nochmal Platz für dieses schöne Papier. Und eben hier unten ist der Bereich, in dem ihr eure Grüße unterbringen könnt. Und selbst wenn es jetzt zu wenig Fläche wäre, könntet ihr auch die Rückseite natürlich noch nutzen, um Grüße unterzubringen oder natürlich auch hier oben, hier innen. Also hier wäre auch ganz viel Platz für ganz viel Text, viele Wünsche, viele Grüße. Eine ganz, ganz tolle Kartenform. Ich gehe mal noch ein ganz kleines bisschen raus, so, dass ihr nochmal die ganze Karte seht. Ich mache es nochmal zu. Also so sieht sie von vorne aus. Dann kann man die erste Klappe hochmachen und dann eben noch diese zweite Klappe. Na, das macht nicht. Wunder, wunderschön. Ich finde die Farbkombination total toll. Das Designerpapier wunderschön. Also einfach eine ganz tolle, klassisch wunderschöne Karte. Vielen lieben Dank, Franny. Die ist ganz toll. Die nächste Post ist ein kleines Set aus Verpackung und Karte. Das ist von der lieben Conny. Und das ist auch so wunderschön. Ich zeige euch mal die Karte zuerst. Die hole ich jetzt hier mal raus. Und zwar haben wir hier so einen kleinen süßen Zwerg mit Blümchen. Der schaut total nett aus mit seiner Latzhose, die da so ein bisschen runterhängt. Und so ein richtig kleiner Gartenzwerg, total süß. Auch innen drin hat es noch voll schön gestaltet mit Blümchen und einem Text. Also eine ganz süße Karte, ganz schöne Farben auch wieder, gefällt mir sehr gut. Und ganz passend dazu hat sie eine Box gestaltet mit einem ganz besonderen Verschluss. Und zwar, wenn man jetzt hier die Schleife aufmacht, damit ist es einfach noch so ein bisschen fixiert. Aber im Prinzip könnte man die Box auch einfach so lassen, ohne dass man die Schleife abmacht, würde ich sagen. Und die hat hier diesen wunderschönen Schmetterlingsverschluss. Den Schmetterling, den großen, kann man dann wegnehmen. Den könnte man übrigens auch hier oben so draufsetzen. Das sieht auch total cool ausschauen. Oder wie gesagt, hier unten, um das Ganze noch ein bisschen zu fixieren und zu verschließen. Und wenn man das dann aufmacht, also dieser Deckelverschluss ist mit diesem Schmetterling verschlossen. Das ist echt wunderschön gemacht. Und da musst du mal gucken, was da Süßes rausspitzelt. Das ist so nett. So ein kleines Mäuschen. Ganz süß. Oh, mit Punkte. Total süß und liebevoll gestaltet. Hier steht auch, wo es das gibt. Das halte ich euch jetzt einfach mal so ins Bild, falls ihr auch so eine süße kleine Box habt und so einen süßen kleinen Inhalt braucht. Also total süß. Ganz eine süße kleine Maus. Und auch einfach total schön mit den Punkten hat die da ihr kleines Nestchen bekommen. Also voll schön. Vielen, vielen Dank, liebe Conny. Das ist wunderschön und ich bin total begeistert auch von diesem schönen Verschluss von dieser Box. Ich denke, dass das eine Stanzform ist, die man schon so kaufen kann. Also diese Verpackung.
wo dann eben diese Teile zusammen sind und dass man das dann so zusammensetzen kann. Also richtig cool. Ganz tolle Idee. Vielen, vielen Dank, Conny. Ich habe mich so gefreut, dass du mir auch was geschickt hast. Das lege ich jetzt mal hier vorsichtig dazu. Die nächste Karte ist von meiner Mama. Vielleicht kennt ihr diese Kartenform. Da habe ich euch mal ein Video dazu aufgenommen. Die kann man nämlich richtig cool so vor einen hinstellen oder auch legen. Und ihr könnt sie natürlich auch andersrum gestalten. Wenn ihr wissen wollt, wie man das bastelt, blende ich euch hier oben jetzt mal ein Video ein. Da ist die Anleitung. Und ich finde, die Karte ist wunderschön. Die hat so eine richtig schöne, knallige Farbe. Das mit diesem knalligen Rosa im Hintergrund passend zu dem Schwarz und dem schwarz-weißen Papier. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Ich hoffe, es kommt auch so raus in der Kamera. Dann mit einem schönen Spruch und mit dem Blümchen außenrum dekoriert. Also es ist eine ganz, ganz tolle Karte. Ich finde die richtig hübsch. Mir gefallen die Farben richtig gut. Und hinten hat man dann eben noch verschiedene Felder und Fächer, wo man noch Glückwünsche drauf stempeln kann oder auch schreiben kann. Also voll schön. Vielen, vielen Dank. So eine schöne Karte, Mama. Die nächste Karte ist von der Steffi von Stempelwiese, also von meiner Ablein bei Stampin' Up. Sie hat mir auch eine wunderschöne Karte geschickt. Die ist im Hintergrund geprägt und ein bisschen mit so Spritzerchen versehen. Und dann hier vorne dieses Teil ist gerissen und das Ganze dann mit verschiedenen Zweigen aus Stanzen hinterlegt. Herzlichen Glückwunsch. Auch eine wunderschöne Farbkombination, finde ich, mit dem Grau und den Blautönen. Das macht sich sehr gut und ist sehr edel. Dann mit vielen Glitzersteinen versehen. Also auch eine wunderschöne Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Die nächste Karte ist auch eine ganz tolle, elegante Karte mit einer richtig coolen Kartenform. Die ist von der Kerstin und die sieht auch wunderschön aus, finde ich. Und ich finde auch ganz toll, dass man hier auch dieses Designerpapier so schön in Szene setzen kann. Und diese kleinen Feinheiten, die da so eingearbeitet sind, wie dieses Teil hier im Hintergrund, dieses ausgestanzte Element, das macht sich da total gut. Es fließt so schön ineinander über. Und die Karte kann ich auch ganz öffnen, da ist also nichts reingeschrieben. Hier ist noch so ein kleiner Tag eingearbeitet. Und die Karte ist einfach, ich sag mal, nur hier oben abgeschrägt. Also die sieht total schön aus. Hier ist eine Falzlinie, aber ich habe mich jetzt nicht getraut, das irgendwie zu knicken. Ich denke mal, man kann sie so ganz gut aufstellen. Theoretisch könnte man diese Falzlinie auch noch knicken und könnte sie dann noch mehr aufstellen. Aber so passt es auch. Also die Falzlinie ist nicht geknickt, nur eingefalzt. Vielleicht auch als Markierung, wo man die Designerpapiere auflegt. Deswegen habe ich jetzt da nichts gemacht oder das nicht nachgefalzt. Ich glaube, das gehört einfach so. Aber man könnte sie theoretisch auch noch so zusammenknicken und dann noch so größer aufstellen. So mehr eingeeckt sozusagen. Genau, und hier vorne hat sie es verziert mit schönen Zweigen, die ganz filigran sind, einer schönen Schleife. Alles perfekt, Ton in Ton, die Schmetterlinge fliegen hier noch rum. Alles Liebe mit schönen Kreisstanzen. Also eine ganz, ganz schöne Karte ist das, finde ich. Und wie gesagt, hier hat sie einfach nur die eine Seite angeklebt, oben und unten. Hier so eine kleine Lasche reingemacht und dann hier so Text rausgezogen, also zum Text reinmachen. Man könnte ja auch super einen Gutschein zum Beispiel reinmachen, hier hinten noch einen Text hinschreiben. Also das ist auch eine wunderschöne Kartenform und ganz edel und eigentlich relativ einfach und hat trotzdem diesen wunderschönen Effekt, dass das so toll aussieht. Vielen Dank für diese wunderschöne Karte, liebe Kerstin, die ist ganz, ganz schön. Die nächste Karte ist von der lieben Petze und das ist eine ganz hammermäßige, krasse Karte, denn die hat einen super genialen Mechanismus im Innenteil. Die Petze war es auch, die uns diese Idee für diese Karte damals bei einem der letzten Teamtreffen zugeflüstert hat. Hat sie gesagt, sie hat so eine coole Kartenform entdeckt und die musste unbedingt nachbasteln. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen, weil ich hoffe, man sieht es. Also ich mache es jetzt mal so ein bisschen schräg auf. Ihr seht es hier so. Wenn man das nämlich öffnet, dann dreht sich das alles so ineinander. Das ist total der krasse Mechanismus. Voll coole Karte, wirklich wunderschön. Eine Kartenform, die auf meiner To-Do-Liste steht, die ich unbedingt noch nachbasteln möchte und die einfach nur genial ist. Also das ist so eine schöne Karte. Auf der Rückseite habt ihr auch Platz für ganz viele liebe Grüße und Petze hat es auch ganz schön gestaltet. Hier hinten auch noch ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen, so Zierelemente, die man auch so aufkleben kann. Da hat sie einfach zwischendrin so rein mit einem, ich denke mal mit Blending-Pinseln oder mit den Fingerschwämmchen, dass das dann noch so durchkommt. Also so eine coole Maskentechnik eigentlich, voll schön. Oh, und das ist einfach so eine genial coole Karte. Die ist einfach nur total spitze.
Da kann man auch nicht aufhören. Also eine wunderschöne Karte, auch mit diesem tollen Papier, mit ganz viel Glitzer. Ich glaube, es kommt auch in der Kamera raus, wenn ihr seht, wenn ihr mal die Blüten genau anschaut, da glitzert es und schimmert es mit ganz viel Wink of Stella. Und ja, einfach nur wunderschön und total cool. Kräftige, schöne Farben, also einfach toll. Und diese Kartenform, die gibt es auch noch ein zweites Mal, die muss ich jetzt nur schnell suchen. Weil die Andrea hat nämlich genau die gleiche Kartenform gemacht. Jetzt seht ihr auch, das kann man wieder komplett anders gestalten. Ist auch wunderschön hier vorne mit den Schmetterlingen, so ein bisschen schwarz-weiß dazu. Das schöne Pfauengrün kombiniert und embossed auf Pergamentpapier. Und auch hier hinten noch diese schönen lagenweißen Stanzformen, die da verarbeitet sind. Und diese tollen Glitzersteine, auch die sind auch richtig schön. Also das ist auch so ein ganz harmonisches Bild. Und auch hier versuche ich es wieder von der Seite zum Öffnen. Halt, ich muss da noch kurz den Text abdecken. Haben wir wieder diesen coolen Mechanismus, der sich da so dreht, wo die Schmetterlinge um die Blumen fliegen. Das ist total schön und einfach nur wunderbar gemacht. Ganz, ganz toll. Und die Andrea hat dazu auf ihrem Kanal auch eine Anleitung. Auch diese Seite hat sie schön gestaltet. Also das verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox, wo ihr die Anleitung dazu seht. Denn Andrea hat auch eine Kartenanleitung dazu gemacht. Und die Andrea findet ihr unter Andreas Kartenwerkstatt auch hier bei YouTube. Also ihr zwei, Dankeschön für diese wunderbaren Karten. Jetzt wird es schon wieder eng bei mir. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Das ist eine Post, die habe ich auch bekommen. Das ist jetzt keine Geburtstagspost, aber man könnte sie super als Geburtstagspost verwenden. Ich habe dazu noch einen ganz süßen Brief bekommen von der Gabriele und habe jetzt hier, leider ist mir da ein Fleck drauf gekommen, das tut mir echt leid. Also das war nicht so, wo ich es bekommen habe. Habe hier so eine wunderschöne Karte bekommen. Ich finde es auch toll, dass die Karte so richtig frische, knallige, kräftige Farben hat und wirklich alles drauf ist. Blau, gelb, grün und rot und das passt trotzdem so richtig harmonisch zusammen. Und das Coole an der Karte ist auch, dass ihr hier zum Beispiel auch super Gutscheine unterbringen könntet. Wenn ihr eurer Freundin einen Gutschein zum Frühstücken schenken wollt oder was auch immer. Ein kleines Dankeschön, Gutschein und habt dann hier hinten noch ein drittes Fach, wo ihr rausziehen könnt und hier eure Glückwünsche unterbringt. Das ist total schön gestaltet, auch hier. Das Ganze ist schön geprägt, liebe Grüße. Und dann hat man noch so eine Klappkarte, wo man ganz viele Grüße und Wünsche unterbringen kann. Und die Karte habe ich bekommen, die Gabriele ist neu im Team und sie hat mir die Karte geschickt. Das fand ich total süß, dass sie mir da gleich meine Post sozusagen auch mit einer Karte beantwortet hat. Aber ich finde, es ist auch eine super Geburtstagskarte und ich wollte es euch unbedingt zeigen. Das ist von der Gabriele. Also vielen, vielen herzlichen Dank und es tut mir so leid, dass ich da was drauf bekommen habe. Vielen herzlichen Dank, Gabriele, für diese schöne Post. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, es ist alles gut bei euch. Die nächste zauberhaft schöne Karte ist von der lieben Sandra und das ist auch so eine Karte, die man so aufstellen kann. So eine Karte, die auch wunderschön so 3D vor einen hingestellt werden kann. Ich decke jetzt mal nur wieder kurz den Text zu. Also man hat hier vorne einen großen Bereich für die wunderschöne Dekoration. Hier ist auch mit den tollen Blüten von Elegant Floral gebastelt. Dann haben wir hier eben ein größeres Feld, wo man Grüße unterbringen kann. Und im Hintergrund dann nochmal ein großes Papier, wo man einen großen Platz, wo man das Designerpapier eben auch unterbringen kann. Und so kann man die Karte richtig schön auch irgendwie auf die Ofenbank stellen oder ans Fensterbrett. Und hätte auch noch hinten die Möglichkeit, viele Grüße unterzubringen. Also auch eine ganz tolle Kartenform, die richtig schick ist und richtig schön ist. Auch die Farben sind ganz toll. Ich liebe ja dieses Papier auch und dieses Stempelset. Und ich freue mich einfach, dass ihr das auch immer wieder aufgreift und mir da ganz persönlich schöne Karten bastelt. Also ganz oft sieht man das, dass ihr mit Mondblüten bastelt oder eben mit diesen Sachen und so. Und das ist natürlich auch total nett von euch, dass ihr da auch nochmal meine Favoriten in eure Arbeit einbringt. Also vielen herzlichen Dank, Sandra, für diese wunderschöne Karte. Und auch alle Kuverte sind immer schön gestaltet. Also das ist auch immer so schön, wenn man die Post aus dem Briefkasten holt und man sieht dann überall diese total cool gestalteten Sachen und man weiß schon, wow, da hat sich jemand richtig viel Arbeit und Mühe für einen gemacht. Das ist einfach total schön. Die nächste Post ist auch wieder eine geniale Karte, eine geniale Verpackung und Karte in einem sozusagen.
Und das ist von der lieben Barbara. Und hier sieht man auch wieder, steckt ganz viel Liebe und Detail und Mühe in aller Post, die ihr mir so schickt. Und hier sieht man auch diese ganzen filigranen kleinen Teile schon auf der Hülle dieser Karte. Also das ist quasi der Umschlag zur Karte, so ein bisschen im Vintage-Style, schon auch das Kuvert. Dann auch hier innen gleich die Decke gestaltet. Alles Gute von ganzem Herzen mit diesen süßen kleinen Blümchen. Und wenn man dann die Karte rausnimmt, ist das einfach nur ein Meisterwerk. Das ist der Wahnsinn. Das ist so ein Bilderrahmen, so eine Bilderrahmenkarte, würde ich sagen. Und die ist einfach nur unheimlich schön gestaltet. Mit ganz vielen Details, ganz vielen Sachen im Hintergrund, ganz, ganz, ganz vielen Stanzteilen. Auch diese Stanzungen am Rand um den Rahmen herum sind nochmal farblich hinterlegt. Das wird man wahrscheinlich in der Kamera nicht mehr sehen, aber das, also da steckt wieder enorm viel Liebe zum Detail drin. Das ist immer total schön, das anzuschauen und genau zu begutachten, also zu begutachten ist das falsche Wort, sondern genau zu gucken, was die Barbara sich hier alles für Mühe gemacht hat. Also jede Blüte ist ja auch noch mit Farbe ganz zart hinterlegt und eben wie gesagt, diese Ränder sind gestaltet, ganz viele Stanzteile. Auch hier nochmal der Körper vom Schmetterling nochmal ausgestanzt und oben drüber gelegt. Ich fürchte, dass das leider in der Kamera nicht rauskommt, aber das ist einfach nur eine wahnsinnig tolle, total aufwendige und wunderschöne Karte. Mit ganz viel Liebe zum Detail und einfach nur gigantisch schön. Zusammen mit dem Umschlag, also toll, wirklich wunderschön. Und ich hebe mal kurz wieder den Innenteil zu. Also hier innen ist nochmal so ein Rahmen gestaltet. Vielleicht sieht man das hier sogar besser, dass hier dieses Weiße oder dieses Vanillefarbene nochmal mit Rot umrandet ist. Also wirklich nochmal, auch dieser Rahmen außen ist nochmal mit Farbe hinterlegt und so. Und diese geprägten Rahmen, die hier sind, aus mit diesem Holzoptics, sind auch nochmal mit Fingerschwämmchen, denke ich, bearbeitet. Also einfach nur gigantisch viel Mühe und Liebe zu jedem Detail in der ganzen Karte. Auch hier oben nochmal schönen Spruch mit Blümchen und der Libelle. Also toll. Und dann macht die Barbara das immer auch so, dass sie sogar noch mit Computer die Sachen draufschreibt. Genau, auch hier der Hintergrund. Ich glaube, der ist, bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht auch noch gestempelt ist hier hinten drauf oder ob das ein Papier ist, das diese Farbe hat und diese Punkte und Striche. Also einfach eine gigantisch schöne, wunderbare Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara, für dieses unglaublich aufwendige Meisterwerk. Vielen, vielen Dank. Total schön. Freue ich mich sehr drüber. Bei der nächsten Post habe ich so lachen müssen. Und zwar einmal wollte ich euch kurz das Kuvert zeigen. Das ist auch wunderschön gestaltet. Diese Post ist von der lieben Nadine von Hängebauchmaus. Gibt es auch hier auf YouTube ganz viele schöne Videos. Und als erstes, als ich das aus dem Kuvert gepackt habe, kam hier Jersey-Bettwäsche oder Spannbetttuch und ich habe es gar nicht geschnallt. Ich habe mir gedacht, was? Was ist jetzt das? Hat sie jetzt irgendwie ein Bettlaken bedruckt und was ich da, keine Ahnung, komplett verausgabt. Aber es war nur eine Abdeckung von einer wunderbaren Karte. Ich lege das mal hier so auf Seite. Also das war quasi die Schutzhülle von dieser tollen Karte. Und ich habe erst gedacht, echt, sie hat da irgendwas auf ein Betttuch gedruckt oder so. Total witzig. Also hat schon den ersten Lacher bei mir verursacht. Und dann kam diese zauberhafte Karte raus, so wunderschön. Also mit ganz viel Funkeln, Glitzern. Mit dem embossten schönen Geburtstag und den ganz zarten Blüten hier im Hintergrund. Also hier sind die auf die Blätter und die Zweige sind hier auf Pergamentpapier gestempelt. Und hinterlegt, einfach nur total elegant und schick. Es ist auch eine wahnsinnig aufwendige Karte. Also hier ist wirklich auch wieder ganz viel zum Staunen und zum Guckseln, was wie gemacht worden ist. Und wenn man es aufmacht, ist hier dieses wunderschöne Blütenarrangement da so drauf gemacht. Total schick. Schaut richtig edel aus. Und ihr seht schon hier, da kann die Karte irgendwas, oder? Da muss man anziehen und hat dann hier wie so ein kleines Mini-Album. Total cool. Mit ganz vielen schönen Details. Da hier auch zum Beispiel noch so ein Band eingearbeitet. Dann die nächste Seite. Also das wäre auch ganz cool als Mini-Album.
zum Beispiel, wenn ihr bei einer Hochzeit wart und dem Hochzeitspaar so eine Karte machen würdet mit ein paar Fotos drin, das ist auch eine genial coole Karte. Oder einfach auch für einen Mädelsausflug oder für die Enkelkinder, egal. Wenn ihr da ein paar Bilder reinkleben wollt, wäre das auch eine mega schöne Kartenidee. Hier habt ihr ganz viel Platz für Grüße oder auch für einen schönen Stempel, so wie hier. Und hinten hättet ihr auch noch mal viel Platz zum Schreiben. Und bei der Nadine bei Hängebauchmaus findet ihr auch die Anleitung zu dieser genial schönen Karte. Also die ist total cool, wunderschön und kann man noch voll ausgestalten, auch mit Fotos, persönlichen Erinnerungen. Und auch hier im Hintergrund könntet ihr noch super ein Bild einbauen, ein Bild einarbeiten. Also da ist auf jeden Fall noch ganz viel Platz, um was Schönes unterzubringen. Also wie so ein Album würde ich das. Ich würde es fast als Albumkarte betiteln und ich finde das wunderschön und so viel Arbeit und so viel Mühe und dieser Mechanismus, dass sich das hier so schön aufkurbelt, das ist natürlich total cool. Das ist auch wieder was, wo man immer wieder machen muss und wo hier richtig toll funktioniert. Nadine, vielen, vielen Dank für diese tolle Kartenidee und ja, auf jeden Fall super geeignet auch für ein Album. Finde ich total klasse. Dankeschön. Die nächste Post hat hier so einen ganz coolen Verschluss auch. Ich finde das immer toll, wenn man so ein Siegel quasi draufsetzt. Da steht jetzt Glückwunsch drauf. Das finde ich cool. Und die Karte ist auch gigantisch schön. Die Karte ist von der Katrin und die ist wunderschön, finde ich. Also die ist vom farblichen Konzept her einfach für meinen Geschmack absolut perfekt. Die ist mit Kupfer und Weiß gehalten eigentlich. Ich hoffe, man sieht, ah ja, jetzt sieht man es besser in der Kamera, mit das Licht so drauf scheint, dass diese Mittelteile eben auch so glänzen und kupferig sind, dass im Hintergrund ganz viel mit Kupferpünktchen und Kupferfarbe gearbeitet ist. Ich hoffe, man sieht es. Im Hintergrund sind hier die Blüten so drauf geprägt. Die sind total elegant, die finde ich wunderschön. In der Mitte die Blüten mitten immer mit so ein bisschen Kupferfarbe, so leicht, ich glaube mit Fingerschwämmchen so ein bisschen farbig markiert, dann auch so Kleckschen überall drauf gemacht, wunderschön, auch ein bisschen Kupfergarn und der Text ist embossed und da ist dann auch nochmal Glitzer drauf gemacht. Ich versuche das ganz langsam zu bewegen, dass ihr das gut seht, auch hier nochmal Glitzer und die Karte an sich einfach mit diesen weißen Mohnblüten, die hier noch so drauf gemacht sind mit Pergamentpapier. Ein Traum, wunderschön. Ich muss da jetzt auch noch mal kurz was reinlegen vom Text. Das war fast ein größeres Papier. Und hier innen, das finde ich total süß und witzig auch, weil meine Mädels ja wissen, dass ich so gerne Mohnblüten habe. Und das war damals auch mit diesem Mohnblütenset. Und da habe ich jetzt hier auch noch Samen für einen Klatschmohn bekommen. Der ist total super, freue ich mich voll drüber und wird auf jeden Fall gesät. Ist hier so richtig schön noch mit eingebaut in die Karte mit so einer kleinen Banderole. Und ich finde, das passt hier. Das ist noch so ein bisschen gerissen. Und, oder so ein bisschen. Seht ihr das? Also, das ist nicht gerade gemacht. Und hier an dieser Hülle von diesem Klatschmann, das ist auch nicht gerade. Also, das passt auch nochmal perfekt und ist genau in der Mitte. Also, es ist alles perfekt. Katrin, diese Karte ist wunderschön. Ich finde die ganz klasse. Und also, die Farben, das mit dem Weiß, das ist einfach nur erste Sahne. Vielen, vielen Dank. Die nächste Karte kommt aus dem hohen Norden von meiner lieben Pepe und die ist auch wirklich so richtig Urlaubsfeeling pur, oder? Also wenn man die sieht, ach, dann ist man sofort in Urlaubsstimmung, sommerliche Urlaubsstimmung. Ich muss mal ganz kurz aufmachen. Das ist voll süß. Also sie hat hier innen noch mit ein paar Möwen reingestempelt und sie hat geschrieben, das muss ich euch nicht vorlesen. Einen Umschlag voller frischer Nordseeluft sendet dir Pepe. Und das finde ich so süß, weil das war wirklich, wo ich die Karte rausgenommen habe aus dem Kuvert schon so richtig, oh, wie schön und Urlaub. Und dann schreibt er das auch noch so rein. Also das ist einfach total perfekt und passend. Also das ist richtig. Nordseeluft kommt da wirklich mit in dieser Karte. Voll schön. Und hier unten hat sie noch ein paar kleine Holzstückchen aufgeklebt und so einen kleinen Seestern und eine kleine Burg hingemacht. Also das sind alles ausgestanzte Teile. Das sieht auch toll aus. Und die Fahne weht da so im Wind. Die Möwen fliegen hier so rum. Das ist echt wirklich so richtig Urlaubsstimmung mit so einem schönen Hintergrund auch. Total schöne Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Pepe. Da kommt wirklich Urlaubsstimmung auf.
Als nächstes habe ich wieder so ein kleines Set bekommen, so eine ganz süße Verpackung. Das ist von der Heike. Und das passt auch unglaublich gut zusammen. Jetzt muss ich mir nur ein kleines bisschen mehr Platz noch machen hier. Also ich versuche alle Karten schön um mich rum zu drapieren, aber ein bisschen Platz braucht man noch in der Mitte. Da habe ich wirklich ein total schönes Set auch bekommen. Und ich finde es total interessant, dass man jetzt hier sieht, diese Verpackung ist ja eigentlich gar nichts mit Blau, hat ja nichts mit Blau zu tun, aber auf der Karte ist das Blau und es passt unglaublich gut trotz allem zusammen. Und obwohl es so viele Muster eigentlich hat, finde ich dieses Set einfach nur wunderschön. Das passt richtig gut. Das ist einfach genial. Okay, wir fangen mit der Verpackung an. Das ist so eine Verpackung, die kann man hinstellen und die hat oben so einen zackigen Verschluss. Und dann macht man die hier oben so auf und da hat man Platz für eine richtig schöne Handcreme. Wenn man jetzt aufmacht, sieht man, dass man dieses Blau auch innen drin in der Karte hat. Aber es passt unheimlich gut zusammen. Also, dass die Verpackung mit der Karte wieder komplett harmoniert. Mich hat es eben auch, ich fand es so toll, dass es von außen gar nichts Blaues hat und trotzdem perfekt zusammenpasst. Natürlich kommt das hier zusammen, aber oft ist ja, wenn zu viel ist, ist nicht, passt es nicht so. Und bei dem, finde ich, passt es einfach perfekt. Und wenn man jetzt nochmal diese Handcreme anschaut und diese Verpackung, also besser geht's ja gar nicht, oder? Da haben die sich doch irgendwie abgesprochen, Stepping Up und diese Firma, wo es die Creme gibt. Also irgendwie, ja, das passt einfach nur absolut perfekt zusammen und hat mich total gefreut. Finde ich wunderschön. Kann ich sehr gut gebrauchen und ist einfach eine total schöne Verpackung. Jetzt habe ich es nur falsch rum zusammengebaut, hinten zuerst zu machen. Also eine wunderschöne Form und das ist auch so richtig schön. Ja, da hat man richtig Lust auf Sommer, auf frische Früchte und einfach toll. Und diese Karte dazu, die muss ich auch sagen, die finde ich wunderschön. Und die hat noch so einen kleinen versteckten Bereich, den ich auch total süß finde. Cool, oder? Also das ist so cool gemacht. Also ich finde die ja so schon so schön, aber dass man das dann noch drehen kann und aufmachen kann und dann noch so einen kleinen geheime Botschaft vorfindet oder vielleicht auch ein Foto oder so. Das finde ich total cool. Richtig schöne Kartenidee. Jetzt muss ich nur gucken. Auch innen rein hat sie noch die Blüte und dieses Element von vorne nochmal mit reingebaut und aufgeklebt. Also einfach total schön. Hier findet ihr die Heike bei Stempelloft bei Instagram. Und ja, ich muss sagen, die Karte finde ich auch einfach nur genial. Ich finde das super cool mit diesen drehbaren Vorderteil und das ist auch eine ganz coole Idee, finde ich. Total schön. Dankeschön, liebe Heike, für diese wunderschönen Geschenke. Und jetzt kommt wieder eine ganz tolle, besondere Kartenform. Diese Karte ist von der lieben Anna. Die ist wunderschön gestaltet, hier vorne mit Glitzer und Schimmer. Seht ihr das im Hintergrund? Das ist rosane Papier, das schimmert richtig schön und die Schleife schimmert. Mit diesem tollen Stempelset, mit diesen Vanilleblüten und mit diesem schönen Papier, das da dazugehört. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine aus dem letzten Mini-Katalog. Wenn man hier die Schleife aufmacht, hat man hier wieder eine genial coole Kartenform. Und diese Karte wäre auch perfekt für ein Album, wenn ihr so hochkantige Bilder hättet. Also wenn ihr so schmale Bilder habt, könntet ihr hier auch richtig schön so ein Album draus machen. Und dann könnt ihr hier an der Seite anziehen und dann stellen sich diese Elemente so auf. Also wenn ihr ein Album drauf machen würdet, könntet ihr hier das natürlich auch wieder super aufstellen, irgendwo in der Wohnung drapieren und habt auch hier innen noch viel Platz, entweder auch für Fotos oder eben für so schöne Sprüche oder für eure Herzenswünsche und Grüße. Also das ist eine ganz coole Kartenform. Ich würde euch auch ein Video oder wo Anna die Anleitung gefunden hat. Witzigerweise hatte ich das selber auch schon gesehen und fand es auch schon so cool und wollte es auch schon nachbasteln. Das schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox. Also eine ganz coole Kartenform, wie gesagt. Hier auch dieses wunderschöne Papier. Ich liebe das so sehr. Und einfach schön. Und das kann man dann auch wieder ganz flach machen. Hinten drauf hat man ganz viel Platz, auch wieder für Grüße. Und ja, richtig coole Kartenform. Und die Anna hat geschrieben, sie hat sich getraut an so eine Kartenform. Und ich sage, Anna, du hast es perfekt gemacht und du kannst dich das ruhig noch viel mehr trauen. Du hast es absolut drauf. Es ist perfekt. Wunderschön. Vielen, vielen Dank für diese schöne Post. Und dann habe ich das Gewehr in der Hand gehabt und dann habe ich es so ein bisschen geschüttelt und hat es dieses Geräusch gemacht.
Dann habe ich reingeguckt und dann waren da auch noch Mondsamen drin. Das ist so süß. Also ich habe mich so gefreut. Ihr seid so, so liebe Menschen, wirklich alle zusammen. Und ja, danke schön für diese kleinen Feinheiten. Ihr seid einfach wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank. Die nächste Karte ist von der lieben Caro und die ist auch so schön. Die sieht so edel aus. Also ich finde diese Form total schön, dass man das. Ja, man muss immer einfach diese Ideen auch haben, dass man das so schön gestaltet. Das kann man dann hier vorne öffnen, die Karte. Jetzt muss ich noch mal kurz was reinlegen. Das ist leider ein bisschen zu groß, aber ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen, wie man sich das hier, wie man das öffnen kann. Vielleicht habe ich noch ein schmaleres. Mal gucken, wie schmal ist das? Nein, auch zu groß. Okay. Ich habe was Passendes gefunden. Also, man kann die Karte hier vorne öffnen an diesen beiden umgefalzten Laschen, die da so schön abgeschrägt sind. Ich finde, das sieht ganz toll aus. Auch natürlich mit viel Glitzer und der kleinen Biene voll süß. Also cool gemacht. Oder oh, ist das eine Hummel? Auch wieder mit meinem schönen, dem schönen Papier. Das ist meine Lieblingsseite mit diesem Papier. Und dann innen so schön gestaltet. Mit Stempel und Sprüchen natürlich auch noch. Und hier oben ist eben der Text zum Grüße unterbringen. Und ich finde, diese Karte ist einfach nur total schön. Die ist ganz harmonisch und die hat diese schöne Form vorne und ja, diesen besonderen Verschluss. Das ist einfach eine tolle Karte und auch wieder für jeden Anlass einsetzbar. Wunder, wunderschön, Caro. Vielen herzlichen Dank. Ihr findet die Caro Hickeschaff Kreativ hier auch bei YouTube. Schaut da gerne vorbei. Danke für diese schöne Karte. Und die nächste Karte ist von der lieben Sarah. Die ist auch wunder, wunderschön. Die ist ein bisschen schlicht gehalten vorne. Das Papier ist sehr lebendig. Von dem her passt es absolut gut zusammen mit den süßen Vögelchen. Das sieht total schön aus. Und auch insgesamt diese Farbkombination ist ganz edel. Dann kann man hier die Banderole so runter machen. Und dann hat man hier innen auch so eine ganz coole Kartenform. Mal kurz gucken, die ich auch unbedingt nachbasteln will. Ich finde die super schön. Das ist wie so eine Ziehharmonika-Karte. Ich glaube, von oben sieht man es fast noch ein bisschen besser. Ich öffne die jetzt nochmal schön langsam für euch. Also hier stellen sich diese verschiedenen Ebenen so auf. Man kann überall Sprüche unterbringen. Ich habe das auch schon öfter gesehen mit Kerzenhalter, dass das ein bisschen größer ist und dass man dann wie so einen Adventskalender mit 4 Kerzen macht. Das ist auch so ein bisschen so in dieser Technik, glaube ich. Aber das ist total schön. Also hier wirkt auch jedes Designerpapier total cool. Das Vogelpapier ist an dieser Stelle, finde ich, absolut perfekt, weil das auch noch mit diesem Vogel hier im Vordergrund, mit den Vögelchen im Hintergrund, also es ist einfach nur total harmonisch und wunderschön. Und hier an der Seite hat man dann eben noch ein bisschen Platz für Grüße und kann auch diese Karte also wunderschön auch so vorhin hinstellen und in der Wohnung drapieren und hat eben diesen tollen Mechanismus da drin, der auch eigentlich nicht schwer ist, aber wunderschön und einen total tollen Effekt hat und einfach eine wunderschöne Karte ist. Vielen, vielen Dank, Sarah. Ich finde die auch total schön. Und ja, auch hier finde ich, kann man das Designerpapier ganz, ganz toll in Szene setzen. Dankeschön. So hübsch. Und dann habe ich noch mal eine Karte mit einem selber gemachten Umschlag gestaltet. Also hier auch noch mal die Farbe kommt jetzt in der Kamera ein bisschen anders drüber. Das ist Jade. Und es ist auch wieder eine ganz coole Karte mit Verpackung sogar. Stelle ich jetzt mal kurz so hin. Muss nochmal die Vögelchen ein bisschen auf die Seite fliegen. So. Und zwar ist diese wunderschöne Post von der Beate. Und diese Idee finde ich auch einfach nur der absolute Knaller. Aber ich zeige euch zuerst noch diese schöne Verpackung. Finde die Farben schön mit dem Grau und diesem ganz glitzerigen Glitzer, Glitzer, Glitzerpapier. Total cool. Und wenn man da aufmacht, die Beate ist unsere Plotter Queen, würde ich sagen. Hat sie hier noch so verschiedene Elemente ausgeplottert, die man dann für verschiedene Dinge auch aufstellen kann. Wir haben von ihr zu unserem letzten Teamtreffen auch so einen Aufsteller bekommen, so ein Holzbrett oder so ein Holz mit so einem Schlitz drin, wo man eben immer verschiedene Sachen aufstellen kann und das dann auch in der Wohnung dekorieren kann. Und da passt es mit Sicherheit auch rein. Und das passt noch wo rein und das zeige ich euch jetzt gleich. So wunderschön, voll cool. Zuerst muss ich euch aber diese tolle Karte zeigen.
Also, hier steht, ich wünsche dir einen bunten Tag voller Freude. Und hier ist ein Pfeil. Und wenn man da zieht, ihr wisst es natürlich schon, aber ich finde, das ist einfach nur total cool. Was ist? Jetzt. Ich habe da drauf gedrückt, deswegen. Ich muss natürlich weiter unten drücken. Wenn man da zieht, dann stellt sich hier ein Regenbogen auf. Ich ziehe es mal kurz ganz auf die Seite. Alles Liebe zum Geburtstag, dass man den Spruch lesen kann. Aber wenn man das so macht, hat man hier so einen coolen Regenbogen. Also eine Karte, eine flache Karte mit einem aufstellbaren Regenbogen. Das ist doch einfach nur genial, oder? Also so cool, so eine tolle Idee und habe ich noch nie gesehen. Wäre ich auch selber wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, dass man das so machen kann. Mit einem Regenbogen, den man verschenken kann. Finde ich wunderschön. Vielen Dank, Beate. Das ist einfach nur total toll. Und hier halte ich jetzt kurz mal noch was dazwischen. Hier unten hat sie noch einen Regenbogen hingemalt, der ist auch so schön. Und hier an der Seite, seht ihr, hat sie extra noch so ein Fach eingearbeitet, wo man dann diese ganzen Sprüche reinmachen kann. Also das passt eher zu dem Aufsteller, denke ich, den sie uns gemacht hat. Und hier kann man auch die Momente da noch reinbauen in die Karte oder eben Babsi. Voll süß, voll witzig, voll die gute Idee. Wieder voll viel Arbeit. Wunderschön. Also so eine coole, geniale Idee mit dem Regenbogen. Echt super klasse. Freue mich total darüber und finde es wunderschön. Vielen Dank, Beate. Also wirklich eine geniale Geburtstagspost wieder. Ich habe mich über jeden einzelnen Umschlag und über jedes liebe Wort so sehr gefreut. Und ich danke euch wirklich von ganzem Herzen dafür. Für diese vielen genial tollen Ideen und ja, dass ihr einfach so ein tolles Team seid. Und Dankeschön, dass ihr euch so viel Mühe für mich macht. Und ach, mir fehlen die Worte. Ich bin einfach nur happy und bin wirklich begeistert und danke euch von ganzem Herzen für diese tolle Geburtstagspost. Ich hoffe auch, dass euch Zuschauern das Ganze gut gefallen hat, dass ihr viele tolle Ideen mitnehmen könnt und ja, auch geniale Sachen, die man einfach vielleicht selber nicht draufkommt, wie der Regenbogen oder egal was. Also, dass man einfach immer wieder neuen Input bekommt und wie gesagt, nehmt alles gerne auch für andere Anlässe her. Ihr könnt jede Kartenform dafür verwenden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weiterschauen wollt, blende ich euch jetzt noch Videos ein. Bedanke mich fürs Zuschauen, kreativiert was Neues und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und danke für diese wunderschöne Geburtstagspost. Tschüss!